des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeinde durch das Internet, am Anfang der Heiligen Messe darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Geduld ist eine Tugend, die in unserer hektischen Welt selten geworden ist. Alles muss schnell gehen. Alles muss sofort erledigt werden. Wie gut, dass Gott da ganz anders ist. Er hat Geduld mit uns, auch wenn wir andere Wege gehen. Er wartet auf uns. Auch wenn wir Fehler machen, er vergibt uns immer wieder und schenkt uns einen neuen Anfang. Ihm loben wir jetzt durch das Gebet Gloria. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf der Erde mit Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zu Rechten des Vaters, erbarm dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus. Mit dem Heiligen Geist zu Ehre Gottes. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, sieh gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind, auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Es gibt keinen Gott, Herr, außer dir, der für alles Sorge trägt. Daher brauchst du nicht zu beweisen, dass du gerecht geurteilt hast. Deine Stärke ist die Grundlage deiner Gerechtigkeit und deine Herrschaft über alles lässt dich alles schonen. Stärke beweist du, wenn man an deine unbeschränkte Macht nicht glaubt und bei denen, die sie kennen, strafst du die anmaßende Auflehnung. Weil du über Stärke verfügst, richtest du in der Milde und behandelst uns mit großer Schonung. Denn die Macht steht dir zur Verfügung, wann immer du willst. Durch solches Handeln hast du dein Volk gelehrt, dass der Gerechte menschenfreundlich sein muss. Du hast deinen Söhnen und Töchtern die Hoffnung geschenkt, dass du den Sündern die Umkehr gewährst. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit dir und
für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade. Herr, vernimm mein Beten, achte auf mein lautes Flehen. In jener Zeit erzählte Jesus der Menge folgendes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf den Acker säte. Während nun die Menschen schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zum Gutsherrn und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete, das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut den Weizen ausreißt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Wer Ohren hat, der höre. Halleluja, Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde durch das Internet, wir haben eben das Gleichnis von Unkraut und Weizen gehört. Für viele von uns passt dieses Bild zur Realität überhaupt nicht. Wer würde das Unkraut zusammen mit dem Weizen wachsen lassen? Der Weizen wird vom Unkraut beim Wachsen verhindert und am Ende wird es keine gute Ernte geben. Ich lade Sie ein, sich etwas Außergewöhnliches vorzustellen. Jesus wurde in unserer Zeit geboren und wir, seine Jüngerinnen und Jünger, laufen hinter ihm her und hören seine Botschaft zu. Eines Tages ist Jesus unterwegs zwischen Hessheim und Ebersheim auf der Militärstraße und wir laufen mit. Plötzlich hält er an, schaut sich die Ecke an und erzählt uns das Gleichnis von Unkraut und Weizen. Nachdem er die Erzählung beendet hat, kommen wir mit der Bitte: Herr, erkläre uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. Da stimmt etwas nicht. Und Jesus erwidert uns: Ich werde euch weder dieses noch sonst ein Gleichnis erklären. Ein Bild darf man nicht in einen dürren Lehrsatz umwandeln. Meine Gleichnisse und Beispielgeschichten sollen eure Fantasie anregen. Und ihr habt dann sie verstanden, wenn euch dazu neue Beispielgeschichten einfallen. Zunächst waren wir enttäuscht, dass wir von ihm keine Erklärung bekommen haben. Aber dann fasste sich einer von uns ein Herz und fragte ihn: Könnte man das Gleichnis auch so erzählen? Mit dem Himmelreich ist es wie mit einer Krankenschwester, die große Freude an ihrem Beruf hatte. Sie versuchte, trotz der wachsenden Arbeitsbelastung, immer ein freundliches Wort für ihre Patienten zu finden und auf ihre Wünsche einzugehen. Doch einem Langzeitpatienten konnte sie es nie recht machen. Ständig hatte er etwas zu hören, schimpfte über die schlechte Pflege, über die schlimmen Zustände auf der Station und auf das faule Personal. Da gingen Kolleginnen und Kollegen zu der Krankenschwester und sagten: Hast du nicht alles getan, um seine Wünsche zu erfüllen? Woher kommen seine Bösartigkeit und seine Aggressivität? Sie antwortete: Er bekommt nie Besuch. Seine Frau ist gestorben. Seine Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen. Er musste viele Enttäuschungen verkraften und lebt schon jahrelang ganz allein. Jetzt ist er sehr krank und ein verbitterter alter Mann geworden.
Da sagten die anderen Krankenschwestern und Pfleger zu ihr: Sollen wir ihn übernehmen und einmal hart einpacken? Sollen wir ihn genau so behandeln, wie er dich? Sollen wir auf seine Kritik überhaupt nicht reagieren? Sie entgegnete: Nein, sonst hat er niemanden mehr, an dem er sich abreagieren kann. Sonst gilt das bisschen Vertrauen, das zwischen uns gewachsen ist, sofort wieder verloren. Ab und zu habe ich ihn schon weinen sehen. Ich glaube, er ist mit sich selbst unzufrieden. Und es tut ihm manchmal leid, wie er mich behandelt. Gib ihm noch etwas Zeit, mit sich ins Reine zu kommen. Vielleicht braucht er jemanden, der es ihm aushält, der es mit ihm aushält, um wieder etwas Freude ans Leben zu finden. Stille. Jesus wollte gerade sagen: Ich glaube, ihr habt mein Gleichnis verstanden. Da meldete sich noch einer von uns zu Wort. Herr, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Nachfolger des heiligen Petrus, der mit Weite und Offenheit Jesu die Kirche führte. Er ermunterte seine Theologen zum Forschen und zum Suchen nach der Wahrheit und hatte großes Vertrauen zu ihnen. Einige missbrauchten dieses Vertrauen. Sie wurden zu Querulanten und verrannten sich in destruktive Kritik. Da gingen die Berater zum Nachfolger des heiligen Petrus und sagten: Hast du nicht alles getan, damit in der Kirche der Geist Jesu lebendig bleibt? Woher kommen dann die schlechten Theologen? Er antwortete: Auch die Theologen sind nur Menschen. Manche müssen einen Gegner aufbauen, um sich selbst zu profilieren. Andere haben wir selbst vielleicht so verletzt, dass sie aggressiv geworden sind. Da sagten die Berater zu ihm: Sollen wir gehen und ihnen ein Bußschweigen auferlegen? Sollen wir ihnen die Lehrbefugnis entziehen? Sollen wir Leute beauftragen, die uns alles melden, was von ihnen gesprochen und gelehrt wird? Er entgegnete: Nein, sonst treffen wir mit den wenigen Unruhestiftern auch sehr viele gute Theologen. Sonst bestrafen wir auch die, die aus Liebe zur Kirche kritische Worte sagen. Sonst zerstört ihr das Vertrauen und verbreitet ein Klima der Angst. Redeverbote, Lehrverbote und Denkverbote, das sind Unkrautbekämpfungsmittel, die die Falschen treffen könnten und gute Gedanken im Keim ersticken. Lasst manche neue Ideen und Denkmodellen Zeit zum Wachsen und Reifen. Bleibt gelassen, was gut und wahr ist, will sich durchsetzen. Sagt nicht zu schnell: Das ist heretisch, das ist nicht christlich. Überlasst Gott das letzte Urteil. Im Jüngerkreis war es still geworden. Alle schauten nun auf Jesus und warteten gespannt, wie er darauf reagieren würde. Wer Ohren hat, der höre, sagte er in die Stille hinein. Dann ging er weg an einen einsamen Ort, um zu beten. Amen.
Gemeinsam sprechen wir jetzt das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater und den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das lebende Leben. Vor Gott wollen wir jetzt unsere Anliegen. Für eine Erneuerung unserer Kirche auf dem Boden des Evangeliums und den Wurzeln in der Verbindung mit dir. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für Europa in großen Herausforderungen, um den Geist der Besonnenheit und Solidarität. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die für uns sorgen, in der Ernährung und Landwirtschaft, bei der Polizei, in medizinischer Versorgung und Gastfreundschaft. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für unsere Pfarreien und die ein Zeltlagerersatzprogramm plant und für die Familien, die gemeinsame Zeit im Urlaub verbringen, die nach der anstrengenden Zeit so kostbar und notwendig ist. Herr, erbarme dich. Für unsere Verstorbenen schenke ihnen die ewige Freude und die Ruhe in der Gegenwart des Vaters. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt, jetzt und in Ewigkeit. Thank you.
der meinem mächtigen Vater gefallen. Herr, du hast die vielen Opfer, die dir hier von Menschen dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie, wie du einst das Opfer Abels angenommen hast. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Dann bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebe die Herzen. Wir haben sie genommen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deine Armen zu rühmen. Die Sünde hat die Menschen von dir getrennt, du aber hast sie zu dir zurückgeführt, durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist dein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit dem Engel und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deinem Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, weil wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Pankratius und dem heiligen Laurentius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Peter und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, denn wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, mit der Lichtige Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden überlasse ich euch, einen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden.
Friede des Herrn sei allzeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Thron, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Schwestern und Brüder, im hinteren Bereich der Kirche gibt es noch ganz viele Kirchturmspitzen, also der Pfarrbrief, der noch ausgetragen werden muss. Vielleicht gehören Sie zu den Austrägerinnen und Austrägern, die noch nicht mit ihr Päckchen mitgenommen haben, dann bitten, nehmen Sie es heute mit oder vielleicht können Sie es auch jemandem mitnehmen, damit die bald unter die Gemeinde verteilt werden. Lieber Cyprian, bist du heute zum letzten Mal, jetzt wirklich zum letzten Mal, der ist schon verabschiedet worden feierlich, aber heute ist er noch als Vertretung bei uns und dafür ein herzliches Dankeschön. Die Gemeinde hat ja Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.